Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play South Park, The Stick of Truth. Ja, in dieser Folge werden wir versuchen, den Stab der Wahrheit von unserem Herrn Jimmy abzuholen. Welche Pokémon? Ich wollte eigentlich durch Feuer töten, egal. Alleine kann der Typ halt einfach gar nichts. Ich werde nicht mal Magie benutzen. Ja, war nicht perfekt. Aber der macht nicht viel Schaden, habe ich das. Verzauberung. Ja. I'm gone wild. Das habe ich verstanden. Ja, okay, ich dachte, das macht irgendwas Cooleres, als Angriff zu verringern. Achso, das kann man machen. Schnelle Aktion, okay. Machen wir mal das hier. Das soll ja richtig cool sein. Pets. Wow. Wie schnell muss man das drücken? Alter! Wow. Erstmal, Alter, das geht so einfach. Aber gut. Der Tag ist schon geil. Also, feier ich hart. No problem. Oh, alles kaputt. Ah. What the fuck? Blitzkraut. Oh, ich habe eine neue Attacke bekommen. Oh, wie geil. Ausprobieren. Geil. Ja, komm, machen wir gleich mal hier Pelz mit Freunde. Wie schnell kann man das? Alter, man muss das richtig atmen. Ich stimme trotzdem nicht, what the heck. What the fuck? Kämpf gegen Ratten, mit Ratten, gegen Ratten, über Ratten, unter Ratten, Baum. Und Ratten haben immer Geld dabei. Also merkt euch, wenn ihr mal irgendwo Ratten seht. Weil Ratten haben immer 75 Cent dabei. Ist einfach ungeschriebenes Gesetz. Wenn Ratten keine 75 Cent dabei haben, sind es keine Ratten. Machen. Ich habe da doch was gesehen zum Ausbauen. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 Dass es auch so krass ist, dass man das echt ewig lang weiterlaufen lassen kann. Und das ist so witzig. Ich feiere das immer. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Ja, mit's Beef. Ja, los, töte ihn. Irgendwo Anna. Wow, 1600. Oh nee, das Ratten. Wow, what a terrific target. Ja, okay, was müssen wir machen um uns? Das macht 10 MP. Ehrlich gesagt, ne.
Okay, das Hauptziel muss aber. Alter, die haben richtig. Okay. Oh, Verzauberung. Sehr gut, erstmal die Buffen. Und Begleitertauschen möchte ich auch gerne mit dem nächsten. Aber erstmal gerne. Entschuldigung, dass es jetzt eventuell ein bisschen laut ist, aber ich muss ganz schnell A und D drücken und das geht mir, wenn ich die Hände von der Tastatur lasse. Gut. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Boah, damn it. Kenny's eingepennt. Läuft. Läuft bei ihr. Läuft bei ihr. So, ist der Papier gut. This will be my greatest performance. A pox on your neck. Das war ja kein Schaden. Alter, Alter. Okay. Das ist widerlich. Oh yeah. Erstmal einen großen Gesundheitstrank gönnen. Dann. Magie. Viel zu viel Mana habe ich. You want a piece of cake? You got? Okay. Natürlich, Kenny, obwohl ich glaube, im Moment ist es schlauer, wenn ich mir Mana gebe und ihn gleich anzufuhrz. Der 8. MP füllt es wieder auf. Das ist ganz praktisch. Gib ich dem Typen mal. Schmier mal. Gönn dir's mal. Dann kann wieder 10 MP. Nächste Runde kriegt Kenny das. Um wieder seine Kassen. Katzen. Machen wir das. Machen wir lieber was anderes. Was hätten sonst so einen Bogen? Oh yeah? Nee! Das ist gleich so schlecht. Also Kenny ist jetzt wieder, ich mag ihn jetzt nicht so. Aber er tut seinen Job, muss man ihm lassen. Oder warte, bevor ich das mache. So apparently the plague's going around. Have you seen this? Have you heard about this? Yeah, I hear it's spread by rats and the Wizard King's mind. So, aber ist auf jeden Fall machbar. So. Atem des Drachen. Nee! Das Geile ist halt einfach, dass er brennt und wenn er brennt, dann alle halt schon. So. Ui, und er blutet. Close your eyes, no more thinking about your troubles. So. Sleep now with Jesus. For you are blessed. Oh man. Wow, what a terrific. Oder lass ich ihn aussetzen? Ja, komm, lass ihn mal eine Runde aussetzen. That all you got? A dirty wrench? Betäubt. Und er blutet. Das Gute ist halt, er brennt und blutet. Das heißt, diese eine Runde kostet ihn Geld. Bares Geld. Ja, das macht Sinn. So. Wenn wir uns nochmal. Wollen wir jetzt einfach machen, ne? Asozial. Toll, einfach nochmal. Das müsste ja die nächste Runde jeder betäubt sein, ne? Das kann ich ja eigentlich so lange weiterspielen. Bis er down ist. Oder bis ich keine Machttränke mehr habe, aber. Ich glaube, er ist vorher down. Wobei, er brennt nicht mehr. Das heißt.
wäre auch irgendwie langweilig. Bretter 100. Und Kenny nimmt, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, 174. Würde mal gern. Ja, kein MP mehr. Dann machen wir einfach schnell einen Zauber. Alter, der hat so wenig Leben, das lohnt sich gar nicht. Und ja. Also, wir haben Jimmy the Bart. Ist bald vernichtet. Womit vernichten wir ihn? Stab, der Zauberkunst, das ist ziemlich scheiße. Und er ist halt noch geblendet. Mit unserem Swag. Mit Kennys Liebesbogen. Wir haben es geschafft. Wir haben Jimmy, den Barden, bissen. The stick is ours! Yeah! Und den Stab zurückerobert. Sehr gut. Mal, was bekommen wir denn von ihm? Ja, läuft. Find his running shoes. Just kidding. So, was gibt's denn noch so Schönes? Wir reden gleich mit Karl, ne? Ich kann nicht in seinen Schrank gucken, schade. Ich wurde übrigens in den Kommentaren auch darauf aufmerksam gemacht. Ready to leave, Sir Douchebag? Okay, but hurry up. This inn is no longer safe for our kind. Ja, warte, ich muss kurz. Das Skillmenü, das war nicht das Skillmenü. Da ist das Skillmenü. Wir haben eine Aufwertung. Was macht das denn? Ja, ich glaube, ich mache den Schaden. Oder was wird das? Fähigkeitsschaden wird nach einem perfekten Einsatz erhöht. Aber ich mache das erstmal, dass es vernünftig Schaden macht. Das kostet eine Menge, aber. Ich will das aufwerten. Ach, Level 6. Ja, wenn dann. Dann auf jeden Fall das. Das ist zwar ganz praktisch, aber machen wir später. Machen wir, also ich würde, weil ich mag die Drachenschrei einfach lieber, weil das Brennen krass ist. Hält ein paar Runden an und fickt einfach. Oh, Judengold. Nee, doch nicht. Nee, ich habe irgendwie alles gelootet schon. Deswegen gehen wir zurück nach Cooper Keep. Um doch. Ready to leave, Sir Douchebag? Zurück zu Castle Cooper. Okay. Um dort unseren alltäglichen Fähigkeiten nachzuweisen. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey, I hereby make you an official member of the kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The grand wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to- We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Es wird Nacht in Cooper Keep. Aber wir... Neue Quest, es ist spät. Was sagt denn die Quest? Okay, oh, ich möchte Hausarrest bekommen. Ich weiß es nicht. Machen wir mal nach Hause. Warum bin ich jetzt rausgegangen, statt die Schnellreise zu benutzen? Kann man das jemand erklären? Nein? Nein? Ihr nicht? Nein? Nein, kein. Dann spielen wir jetzt ein bisschen mit dem Brett. Oh Mann, die Musik ist voll traurig. Genau, sah es ja eh nicht so weit weg. Nur ein Stück gelaufen, kommen. Bisschen. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed and I'll be there to say goodnight. Was soll ich mit den Eltern an? Go on to bed, sweetie. I'll be up to say Your goodnight. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. You are this close to a timeout. That's enough! Ach ja, die beschweren sich schön. Kann ich noch was? Nee, looten kann ich nichts mehr. Habe ich schon gelootet. In meinem eigenen Haus. Geklaut.
von den Eltern. Haben das wieder aufgefüllt. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. Ja, okay. Auch alles ausgeräumt. Ja, ja. Also gehen wir mal ins Bett. Ins Schlafen. Hm. Oh, Facebook. Gleich. Erstmal. Hätte ich nicht irgendwas behalten? Kram, was ich haben wollte. Nee, ich habe alles verkauft, ne? Gibt's denn irgendwas Wichtiges? Schamhaare. 5 Fingerfister. Wie viele Dedos gibt es hier eigentlich? Oh, was geschah mit meiner Schule? Ich kann es ja ein bisschen erklären. Also Terrence und Philip findet man ja in ganz vielen Einspielungen. Das ist so die kanadische Serie von diesen Typen, die sie immer anfurzen. Verdorbenes City Sushi. Ja, City Sushi. Tower of Peace hat alles diese eine Folge. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Also ich bin jetzt bei so einem Dilemma. Ich bin immer so einem Dilemma zwischen nicht spoilern und drei neue Freunde zu machen. Oh Mann. Craig ist jetzt Single. Okay, was hat er? Rutsche. Ja, gut, das hatten wir ja schon. $170, das ist nicht Fame und Rich und so. Ja, also ich bin immer so zwischen im Dilemma zwischen nicht spoilern und möglichst viel erklären, deswegen. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Bin mal sehr gespannt, was es mit dem Kind auf sich hat. Aliens? Aliens! Das ist aus der ersten Staffel noch. Ich glaube, das dürften nicht so viele kennen. Ich weiß nicht, mit der Analsonne die Folge. Obwohl, die ist schon legendär, aber... Das ist halt erste Staffel, die Stuff. I'm having the dream again. Okay. Captain. Dreaming. What's happening? Oh, Jesus. Jesus Christ. Oh, can we try the big silver one again? Mann, Matthias, wir haben die Analsonne kaputt gemacht. Okay, so einmal. Die Minispiele sind. Ah, verdammt. Ich habe das Gefühl, sie sind auf dem PC schwieriger als auf der Konsole. Also. Da war die Anna also. Is this your first time getting probed? Randy Marsh. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Geil. Kann mich teleportieren. Wow, look at that. You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Geil. Aber wie teleportiere ich mich? Surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Ja, ja. Force fields. Aber werden die natürlich alles looten, weil Alien an Alien Station findet man immer das coolste Equipment. Ist einfach so, weil Alien-Station ist das Beste.
Aber, ja. Leuchtender Schleim. Muss gut sein. Ja, ja, das lernt man bei Cartman. Wie kontrolliert man seinen Schießmuskel? Gut. Ich wollte ja eigentlich aufhören. Oder so. Scheiß drauf. Weil die Folge beenden. Weil nach der Folge muss ich dann komplett Schluss machen. Was ist denn die Alien haben. Die Aliens haben Feueralarm. So sinnvoll, dass die scheiß Aliens Feueralarm haben. Auf einem Raumschiff, der genauso ist wie bei uns. Spare ich mir lieber in den Kampf. Und teleportiere mich wenig. Weil ja, genau, ich muss mich jetzt gegen die Aliens kämpfen. Mu. Boah, vor allem, ich muss alleine gegen Aliens kämpfen. Voll assig, Alter. Sure. Mu. Oh, sie brennt. Man, wie sie Man. Man, ja, wie sie Man. Wie sie einfach erstmal eiskalt Moon. Ja, der hat mehr Leben, also kriegt ja auch die volle Dröhnung ab. Moo. Oh, Mann, die Aliens sind super. Oh yeah, yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Yeah. Das macht so viel Sinn. Ich bin ein bisschen confused. Ich meine, nachdem ich kann mich mit Alien-Sonden teleportieren, war das so ein bisschen kotfizzelig. Ich hätte da. Achso, okay. Hier war ich ja noch nicht. So, ach ja, ich muss neue Waffen und so gucken. Was ist denn hier? Der alte Raum? Warum haben die Kaffee? Zum Beispiel. Hello, is this recording? If you're hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! Es macht so viel. Alles so Alien-Technologie, Alien nicht. Alienig und schön. Ich würde nur gerne wissen, wie ich, ach, ich kann noch hier sein. Jetzt nehmen wir den HV-Schuss. Great, you're in! You're looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor? Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. What the fuck? Ja, der hat Ahnung. Okay, lass ein Audiolog einfach. Ich will mal Q drücken, um mich zu teleportieren. Man teleportiert sich ja mit F. Day two. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive.
Das stimmt. Das sowas fragt man sich in Rollenspielen. Warum machen Leute bei solchen Gelegenheiten Audiologs? Wozu? Weshalb? Hatten sie gerade nichts Besseres zu tun? Es geht runter, scheiße. Ah, ist ein Chinesen. I should fucking read. Biatch. Oh, alright. So, gut, die Analsonden funktionieren nicht. Solltet ihr mal fixen, Leute. Fix it, Riot. Nee. Gut. Ah, okay, das ist but too fucking weit entfernt, so we going to drive this shit hier hin. Ich warte eigentlich noch auf den nächsten Checkpoint, aber irgendwie bisschen schade. Ich mag ja Checkpoint-Systeme nicht so gerne. Wäre zu einfach. So. Sehr gut. Noch ein Audiolog. Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat or a clue to get me off the ship. Just more audiologs. They're everywhere. For some reason, I listened to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler. They're filler that's driving me to madness. Oh man, diese Audiologs sind so gut. Das ist ein bisschen unnötig, wenn man einmal drüber ist, das dann wieder und wieder zu machen. So. Ja, weiß nicht. Great, you're there. See if you can free me from that console. Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. Keep going, I think you're onto something. Ich hasse dieses Spiel. I knew I could trust you. Keep it up. I'm still stuck. Better try the other console. Wo ist die andere Konsole denn überhaupt? Ich sehe überall nur unnützliche Audiologs. Sind alle so useless. Das war knapp. Überall nur unnötige Audiologs. Überall. So, wie komme ich jetzt hier weg? Ja, wie komme ich jetzt hier weg? Das ist die Frage, die sich uns einstellt. Lamar, please! You're gonna have to find another way! Viel Spaß. I cannot come runter. Damn it. Scheiß Spiel. Ja, Diabo und so. Gut, dann hoffe ich, diese Folge hat euch gefallen. Wie wir von diesem Alienschiff runterkommen und was wir machen und wie auch immer. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss und bis dann. Ja, meine Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die Playlist seht ihr oben rechts und darunter könnt ihr das Let's Play Just Cause 2 Multiplayer angucken. Links seht ihr einmal den Link zu meinem Kanal und darunter könnt ihr, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonnieren. Ja, dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Ich sage tschüss und bis dann.